Wieso geht das immer ab? Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde ist ein kooperatives, app-unterstütztes Kampagnenspiel für 1 bis 5 Personen. Kooperative Spiele, was müssen wir wissen? Wir sollten nicht jetzt direkt zu Beginn diesem Konkurrenzkampf uns ergeben, wer holt sich für sich persönlich am meisten von diesen Markern. Genau. Die nächsten 3 Folgen werden wir versuchen, das erste Abenteuer dieses Spiels zu bestehen. Heißt, wir haben konkrete Aufgaben, die müssen wir erfüllen. Alle Spielerinnen und Spieler wählen zu Beginn einen Helden aus dem Herr der Ringe-Universum und eine dem Helden entsprechende Rolle aus. So etwas wie Jäger oder Hauptmann. Diese Wahl beeinflusst maßgeblich die Fertigkeiten der Spielerinnen und Spieler auf ihrer Reise. Denn zu Beginn stellen alle ein Fertigkeitendeck zusammen. Das besteht aus 6 Basiskarten, 5 Heldenkarten, 3 Rollenkarten und einer Schwäche. Aus diesem Deck werden nach und nach Karten vorbereitet. Damit können die Fertigkeiten auf der Karte genutzt werden. Außerdem dient dieses Deck als eine Art Würfelersatz. Denn ja, in diesem Spiel müssen Proben abgehandelt werden. Doch dazu später mehr. Anschließend wird jeder Held noch mit Startgegenständen ausgerüstet und schon kann es losgehen. Das Spiel gliedert sich in 3 Phasen. Erstens, der Aktionsphase, wo die Helden aktiv werden. Zweitens, der Schattenphase, in der der Gegner aktiv wird. Und drittens, der Erholungsphase, in der alle ihr Fertigkeitendeck wieder mit dem Ablagestapel mischen, 2 Fertigkeiten ziehen und eine davon vorbereiten. Die andere Karte darf sowohl auf als auch unter das Fertigkeitendeck gelegt werden. Insgesamt dürfen bis zu 4 Fertigkeiten gleichzeitig vorbereitet sein, heißt offen vor einem Spieler oder Spielerin liegen. Was passiert in der Aktionsphase? Insgesamt kann ein Spieler oder Spielerin in dieser Phase 2 Aktionen abhandeln. Erstens, Reisen. Der Held darf sich 2 Felder weit bewegen. Diese Aktion darf auch unterbrochen werden, um eine andere Aktion auszuführen. Zweitens, Interagieren. Sobald ein Held auf demselben Feld wie ein Suchperson oder Bedrohungsmarker steht, darf er oder sie mit diesem interagieren. Dadurch werden beispielsweise Bedrohungen neutralisiert oder Gegenstände gesammelt. Drittens, Angreifen. Sobald ein Held auf demselben Feld wie der Feind steht, darf er oder sie angreifen. Dazu nutzt er oder sie seine Waffe und handelt die entsprechende Probe ab. Bei der Probe dürfen so viele Karten vom Fähigkeitendeck aufgedeckt werden, wie der Wert der betreffenden Eigenschaft angibt. Jedes Erfolgssymbol kann jetzt von der Waffe eingesetzt werden. Zusätzlich kann bei einem Inspirationssymbol Inspiration ausgegeben werden, um es in ein Erfolgssymbol umzuwandeln. Sollte der Feind nach dem Angriff noch leben, wird er höchstwahrscheinlich zum Gegenangriff ansetzen. Der kann entweder Furcht oder Schaden verursachen. Jeder Held hat ein Schadens- und Furchtlimit. Sollte das überschritten werden, stirbt er oder sie. Die eben beschriebene Art der Proben wird im Spiel auch für sehr viele andere Dinge genutzt, um Abenteuer zu bestehen oder auch um Schaden zu negieren. Ich weiß, es war jetzt alles sehr viel, aber die Spielerinnen und Spieler nehmen euch bei jedem Schritt auch an die Hand. Viel Spaß! Herzlich willkommen an diesem fantastischen Tag, an dem ihr dieses Video schaut. Zu Du bist einer Special-Folge oder wohl eher gesagt Folgen, weil das hier ist der Beginn einer langen Reise durch Mittelerde. An meiner Seite Mara. Hey. Nils. Vielen Dank. Und Gast Dennis Hubert. Vielen lieben Dank, es ist eine große Ehre, dass du dabei bist. Mahlzeit, ja. Von Dice, checkt alle Dice ab. Es ist ein sehr gutes Format, auch auf Rocket Beans TV. Und wir spielen heute Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Und ich möchte gerne, bevor wir jetzt anfangen, 2 Sachen vorweg sagen. Nämlich das erste, diese fantastischen Figuren hier wurden uns eingesendet, also beziehungsweise bemalt, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, von unserem Community-Mitglied. Ich komm auch ins Bild. Ich hasse dich. Oh, wer will noch was hier? Komm zurück! Okay, Boss. Sie wurden uns. Okay, ich bin schon raus. Das war das Spiel, Leute. Sie wurden uns eingesendet von Knusperverbot, Forumsmitglied Knusperverbot. Dafür natürlich ein Fleißsternchen. Nein, sehr gut. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Und der zweite Disclaimer ist: Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde ist ein absolutes Expertenspiel. Das heißt, nimmt uns mal die eine oder andere Regel, Unsicherheit oder so, nicht übel, sondern schreibt es in die Kommentare, dass wir es das nächste Mal besser machen können. So nämlich. Und ich würde sagen, wir lassen uns nicht lange aufhalten. Die Rollen stellen wir gleich noch mal vor. Wir starten in unser Abenteuer. Und 2, 3, 4, 5, 6. Was für ein Passwort. Ja, genau. Und wir wählen auf uns App, die ihr jetzt gerade seht, einmal das Spiel. Ist auch der Code zum internen Server, ne? Ja, ist alles.
Wir wählen den Schwierigkeitsgrad und wir nehmen natürlich normal. Was? Ja. Also, warum bin ich super schwer? Und wir kann das Spiel auch speichern? Man kann das Spiel auch speichern, um dann die nächsten Kampagnen weiterzuspielen. Und jetzt können wir schon unsere Helden auswählen. Mara, ja. Du bist. Ich bin Berabor, die kennt man jetzt nicht aus den Filmen oder so, ist aber eine Waldläuferin aus dem Norden und ich werde sie als Jägerin spielen. Ja. Macht das jetzt schon? Nee, das macht er gleich erst. Okay. Du bist. Bist du dir bewusst, dass du den Formatnamen benutzt? Ist das so, also, ja, ja. Du bist, ja? Ja, ja. Ach, jetzt wird es klar. Wenn man so sagt, ja. Ich bin Aragorn und ich bin Hauptmann. Ich bin der Anführer der Truppe und habe hier mir jetzt einfach diesen Ogre hier als Haustier genommen. So, wenn jemand was will, dann schicke ich den los und dann verprügelt er den für mich. Ja, du bist das. Vielen Dank, lieber Nils. Ja, ich bin natürlich Legolas. Wie hätte es das anders sein können? Ja. Ich habe jetzt ganz viele Möglichkeiten überlegt, wie ich den auf mich beziehen kann, aber ich lasse es einfach. Okay, dann wähle ich für dich auch einmal Legolas aus. Aber ich muss dazu sagen, Legolas mit dunklen Haaren, weil die Figur ist angemalt wie im Film. Ich weiß nicht, ob das passt. Ja, wir haben es jetzt gerade eingeblendet gesehen. Das Artwork ist doch unterscheidet sich sehr vom Film. Ja, ja, hab ich nur gesagt, damit die Regieanweisung das einzublenden. Aber wir blenden es in der Post. Können, ja. So. Ja. So. Ja. 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 Ich dachte, wenn das einfach eben so nonchalant, während du das gesagt hattest, dann in der Postproduktion einfach eingearbeitet worden wäre. Aber so geht es natürlich man merkt, wir sind als Gruppe noch nicht, wir müssen noch ein bisschen zusammenwachsen. Das haben wir jetzt auch nur gemacht, damit mehr Postproduktion drin steckt. Okay, meine Rolle ist Gimli und ich habe diese Rolle genommen, weil Gimli ist sehr alt, so wie ich. Das ist total albern. Und meine Axt. Das Legolas war älter. Zeit. Auch, ja. Ja, definitiv. Aber Aragorn ist schön und er heiratet nämlich die Elben. Und auch schon alt. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass Aragorn alles kann. Ja, ist wirklich so. Ist so. Wir haben vorhin überlegt, welche Rolle soll er übernehmen und dann haben wir uns an den Filmen und den Büchern orientiert und eigentlich kann er alles. Kann alles. Ja. Er ist einfach der Imba. Ja, ich wollte Koch spielen. Ging nicht. Jetpilot. So. Wurde mir nicht erlaubt. Wurde dir nicht erlaubt, ne? Aber Junkie würde gehen, er raucht ja auch. Ja, Crack-Junkie, genau. Ja. Oh, ich brauche einen neuen. Das wäre ein guter Malus. Wenn er alle drei Runden muss, er irgendwie so muss er eine Pfeife anzünden. Rauchen und ist dann eine Runde raus. Ja. Wir rüsten Pfeifenkraut. Ich habe ja immer diese unbequeme Rolle. Ich muss das Spiel auch vorantreiben, aber ich höre euch auch einfach gerne zu. Ja. Wir sind bei unseren Startgegenständen und jetzt werden wir alle mit geilen Waffen und Schutz. Gegenstände, also Reisekleidung und sowas ausgerüstet. Und wir beginnen einmal bei Mara. Mara hat als Waffe einen Stab. Ja! Und beware. Hallo? Ich hoffe, ihr habt alle gecheckt. Alter, die hat hier Bromfluss kaputt gemacht. Umgestabt. Ja, mit dem Stab. Hast du gewürfelt auf Unbesiegbarkeit? Sozusagen gebacksteppt. Ja, und als Rüstung einmal Reisekleidung für Bevarohr. Dann kommt Aragorn. Der hat mal wieder am meisten, ja? Ja, der hat tatsächlich mal wieder am meisten. Hallo, ich bin Hauptmann, ich bin der Anführer dieser Gruppe. Du hast auch einmal ein Reisekleidung. Einmal Reisekleidung und als Waffen bekommst du einmal ein. Natürlich, was hat Aragorn? Schwingewehr. Wo sieh mich an, ich bin der Rock von Andurien! Nein, natürlich. Ein Banner. Ein Banner. Hat er tatsächlich. Die Bruststücke von Narsil. Er kriegt nämlich ein Schwert. Aber ein richtig gutes. Pfeife. Und ein Banner. Und als. Ich trage mein eigenes Banner, wie lame ist das? Das könnte auch ein bisschen schwierig beim Kämpfen zu sein, ne? Wenn du die ganze Zeit ein Banner mit dir rumtragen. Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Ich muss schon mal Banner, aber warte, hält gleich. Oh. Legolas. Hab ich schon. Den großen Bogen und den Umhang. Genau. Und dann kommt noch Gimli, der hat natürlich das Kettenhemd. Und eine gute Axt, oder? Und eine richtig. Und seine Axt. Und seine richtig geile Streitaxt. Die lege ich einmal hier zu mir. Und was hatte ich noch? Ja, ein Stab. Treffer, Schwert. So, einmal dies Kettenhemd. Betäuben. Oh, das ist gut. Also, ich weiß nicht, was das ist, aber eine Fähigkeit zu haben, ist immer gut. Also, ich mach nur Treffer. Ich mach auch nur Treffer. Nee, Treffer kann ich auch machen. Wir können hoffentlich alle Treffer machen. Kannst du mir sagen, was das für eine Zahl ist, die daneben steht? Ja, das hat was mit unserem Wissen im Spiel zu tun. Das heißt, wir können zwischen den Kampagnen unsere Gegenstände aufleveln. Ach. Mit einer gewissen Anzahl an Wissen. Genau. Das ist ja geil. Das ist geil, ne? Das ist gut. So, und damit sind alle Helden ausgerüstet. Mhm.
Und wir müssen einen Gruppennamen wählen. Ja gut, das hätten wir natürlich am liebsten vor dem Spiel gemacht. Aber Aragorn und seine Freunde. Aragorn und seine sind damit alle einverstanden. Das wird einfach so genommen? Okay, was Gegenstimmen? Die A, B, G, L. Die richtig guten. Nee, die richtig guten? Die richtig guten Herr der Ringe Reise durch Mittelerde Spieler? Könntest auch die Gruppe einfach random auf der Tastatur rumhacken. Was nehmen. Haltet ihr von random? Die Randoms. Die Randoms, okay, wir nennen wir nennen uns die Randoms. Sind damit alle einverstanden? Die Randoms? Na klar, wenn wir gespielt haben, treten wir auch in einer Bar in eurer Nähe auf. Vielleicht sollten wir uns lieber The Randoms nennen. und ja, wir haben den Gruppennamen gewählt. Das Spiel beginnt. Also, Knochen von Arnor heißt unsere Kampagne. Der Schatten wächst, obwohl nur wenige davon wissen. Wir, die Wachsamen, die Vorsichtigen und die Alten, also wie ich, wir können fühlen, wie er schleichend heraufzieht. Verhüllt und unsichtbar weilt er unter uns. Man muss schon sehr misstrauisch sein, um ihn zu spüren, ihn zu erkennen, ihn zu jagen und auszumerzen. In den letzten Monaten gab es eine Serie von Diebstählen in Eriador, von den weißen Türmen von Emin Beriad, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, bis zu den alten Ruinen auf der Wetterspitze. Keine zwei Wochen ist es her, dass über Nacht viele der älteren Schätze aus dem Martum-Haus im Auenland verschwanden. Die Tragweite dieser Diebstähle mag gering erscheinen und doch spüre ich den Schatten, der sie umgibt. Ich fürchte, sie dienen einem finsteren Zweck, der sich uns noch nicht offenbart hat. Daher erbitte ich eure Hilfe. Wer spricht da mit uns? Das ist eine gute Frage. Wer bittet uns jetzt um Hilfe? Ich würde sagen Gandalf. Gandalf. Ja, oder? Der Zauberer hinterm Baum. Klar. So. Also, es geht los. Die Schatten in Eriador. Der Diebstahl im Martum-Haus ist das Gesprächsthema im ganzen Auenland, denn nur selten beschäftigen die Auenländer sich mit den Belangen der größeren Welt. Klein mag der Vorfall für Außenstehende erscheinen, klein wie ein Hobbit. Doch eine Schar von Gefährten ist zusammengekommen, um die Spur dieser Gesetzlosen aufzunehmen. So, Rollen auswählen. Das haben wir ja gerade schon gemacht. Ihr könnt mir einmal eure Rolle sagen. Du bist Jäger. Jäger, genau. Aragorn ist Hauptmann. Hauptmann. Legolas ist Kundschafter. Kundschafter. Und ich bin der Wächter, genau. Einmal Meisterdieb. Für euch vielleicht, welche Rollen wir haben, bestimmt natürlich, welche Fähigkeiten wir im Deck haben, das Deck, das für alle Proben und so weiter genutzt wird. Auf geht's. Platini wird betrachtet. Die Gemeinschaft versammelt sich. Scheinen wilde Dinge zu passieren. Irgendwo in diesem Irrgarten aus dunklem Dornengestrüpp und steilen Rinnen müssen die Diebe ihr Lager aufgeschlagen haben. Ihr folgt einer 2 Tage alten Spur und könnt nur mutmaßen, wo sich ihr Lager befindet. Platziert das Spielplanteil 302a wie gezeigt. Wo ist denn das Spielplanteil 302a? Hier. Yeah. Perfekt. Jetzt mal nach unten. Wo packen wir es hin? Das ist einmal genau spiegelverkehrt. Was? Oder sollen wir es so? Nein, machst so, wie es da ist. So, wie es da ist. Dann ist es für uns alle gleich. Okay. Richtig. Ja, dann legen wir es mal dahin. Genau. Weiter. Falls ihr das Lager nicht bis zum Einbruch der Dunkelheit findet und betretet, wird die Fährte erkalten. Platziert die Helden wie gezeigt. Jeder Held. Das machen wir jetzt erstmal. Wir bauen unsere Helden einmal hier auf diesem Ding auf. Genau, da stehen sie, unsere 4 Helden. Und wir führen jetzt einmal die Aktion Kundschaften 2 aus. Das heißt, jeder nimmt sich, wir beginnen ja mit, wo ist noch der Umhang? Wir beginnen ja mit
einer Fähigkeit, die schon bereits vorbereitet ist. Aber jetzt dürfen wir die ersten zwei Karten von unserem Fähigkeitenstapel ziehen und jeweils eine Karte davon vorbereiten. So. Man darf insgesamt fünf Karten vorbereitet haben. Nein, vier. Ja? Vier. Vier Karten. Alles genau. Gleichzeitig ziehen oder nacheinander? Ja, ihr könnt ja alle mal ziehen und soll ich das schon mal durchlesen. Was, dann für zwei Stück? Ja. Können wir für die erste Runde, oder? Mal ja. Offen. Genau. Lame. Und dann können wir mal kurz, kann jeder mal kurz in seine reingucken. Mhm. Was ist eigentlich Kundschaften 1? Also wir kundschaften ja gerade 1. Also gerade was wir machen, ist ja Kundschaften. Das heißt, wir haben zwei Karten, wir haben Kundschaften 2 gemacht. Das heißt, wir haben zwei Karten aufgedeckt, durften eine vorbereiten. Mhm. Das heißt, Kundschaften 1 wäre, du darfst eine Karte verdeckt von deinem Fähigkeitenkartenstapel ziehen und sie dann, wenn du magst, vorbereiten. Oder wieder rauflegen oder unter genau. Runterlegen. Ne? Also ich habe jetzt ja zum Beispiel, nachdem du einen Spielplanteil erkundet hast, darfst du oder ein naher Held Kundschaften 1 abhandeln. Das heißt, wenn ich jetzt einen Teil erkunde, dann darf ich eine neue Karte ziehen, oder wie? Genau, das heißt, wenn wir uns jetzt gleich hier auf dem Spielbrett weiter bewegen und du zum Beispiel auf eins kommst, wo noch ein Erkundungsmarker liegt, den deckst du ja auf, kriegst eine Inspiration, dann dürftest du quasi diese Karte aus deiner Auslage ablegen und dürftest dann einmal Kundschaften 1 ausspielen. Bedeutet, dass du eine neue Karte. Das meine ich, ich ziehe einfach eine neue Karte. Ja, genau. Okay, das heißt, ich tausche die dann einfach nur ein. Ja. Dann nehme ich ja lieber diese hier. Okay. Was ist das, Nils? Magst du das einmal sagen? Sobald du eine Weisheitprobe ablegst, darfst du diese Fertigkeit ablegen, um ein Erkenntnis oder was das ist, zu gewinnen. Ah, okay. Das ist da diese Sonne halt, ne? Ja. Dann nehme ich die andere. Okay. Dennis, was spielst du aus? Ich habe zwei Karten, aber verborgenen Faden. Das ist eine Kundschafterkarte und gibt mir Sprinten 1. Das heißt, ich darf mich theoretisch ein Feld weiter bewegen. Ja, geil. Und wenn ich die ablege, die Karte, nachdem ich gesprintet bin, darf ich einen anderen Helden auf diesem Feld platzieren. Ich entscheide mich aber nicht für diese Karte, die lege ich zurück auf mein Deck, weil oben links nämlich ein Erfolgssymbol ist. Ah, ja. Und wir haben ja schon festgestellt, man würfelt ja nicht, sondern man muss ja Erfolgssymbole ziehen, um Proben zu bestehen. Es gibt extrem wenig Erfolgssymbolkarten. Ja. Und deswegen lege ich den hier wieder zurück und nehme mir dafür die Unsterblichkeit. Das ist also meine Auto-Win-Karte. Ich kann also gar nicht sterben. nein, also im Endeffekt, ich kann die für zwei Sachen einwenden. Entweder aktiv im Kampf, dass ich zwei Treffer zusätzlich hinzufüge. Oder aber ich kann, ablegen, sobald du angreifst, um zwei Treffer hinzuzufügen. Wären das zwei Treffer zusätzlich? Die Probe müsste ich ja dennoch machen, oder? Ja, die Probe müsste ich dennoch machen. Zusätzlich, genau. Und dann habe ich Ausruhen 2. Das kann ich am Ende meines Zuges ablegen und würde dann zwei verdeckte Treffer oder zwei verdeckte Furcht ablegen. Ah, okay. Ich nehme die cleverer Scharfsinn. Gimli ist ja leider nicht für seine Scharfsinnigkeit bekannt. Deswegen ist er den cleveren Scharfsinn. Deswegen verpasse ich ihm cleveren Scharfsinn. Weil da kann ich bei einer Probe nur zwei Karten ziehen und das gibt mir, sobald du eine Scharfsinnsprobe machst, darfst du diese Fähigkeit ablegen, um einen Erfolg hinzuzufügen. Mhm. Und ich habe eine Karte mit einem Erfolgssymbol gezogen. Das mache ich so ähnlich wie Dennis. Lege ich auch wieder weg, damit ich dann für die nächste Runde das direkt ziehen kann. Und habe hier noch hervorragende Beweglichkeit. Wenn nämlich eine Willensprobe passiert, dann kann ich diese hier ablegen, um einen Erfolg hinzuzufügen. Geil. Nils, magst du immer noch, du hast die Karte, die du nicht genommen hast, hier hingelegt, ne? Ja. Die muss unter deinen Stapel oder auf deinen Stapel drauf. Ja. So. Ja. Tschüss. So, wir haben Kundschaften 2 ausgeführt und es geht weiter auf der Karte. Der Geruch von verwesenem Fleisch liegt in der Luft. Platziert einen Bedrohungsmarker. Wie gezeigt, ein Bedrohungsmarker sieht so aus. Und den legen wir einmal hier hin. Und der bringt was, der Bedrohungsmarker? Beim Bedrohungsmarker ist wie in einem Suchmarker, wenn du den aufdeckst, passiert was. In der Regel, soweit meine Erfahrung mit dem Spiel ist, ja was Schlechtes. Dann ignorieren wir den einfach. Aber vielleicht führt sie auch dazu, dass wir eine Aufgabe erfüllen. Mal gucken, was wir gleich. Okay. Da wir ja auch alle gerade noch beisammen sind, ne? Mhm. Also wenn wir erstmal weiter auf einer Karte verteilt sind und so, dann kämpfen wir vielleicht alleine. Aber dadurch, dass wir jetzt alle an diesem Kampf teilnehmen könnten, wenn man das jemals riskieren sollte, sowas aufzudecken, dann jetzt, oder? Ja. Ja, ja, klar. Also das, theoretisch sollte das auch der Erste machen, damit, wenn ein Gegner kommt, die anderen reinkommen, um dann agieren zu können. Ganz genau. Ja. Die App verlangt weiter, ein Gewitter tobt am Himmel. Platziert einen Suchmarker wie gezeigt. Hier könnte man gleich sofort mit interagieren. Hm.
Weiter geht's. Platziert das Spielplan Teil 100a wie gezeigt. Das brauchen wir einmal. Das hast du, glaube ich. Das kommt einmal so hin. Da. Und hier kommt, in der Ferne seht ihr eine zusammengewürfelte Schar, die gerade die Pforte einer steinernen Gruft verschließt. Könnten das die Diebe sein, nach denen ihr sucht? Platziert einen Personenmarker wie gezeigt. Genau. Hier? Ja. Dann geht's. Und jetzt noch Spielplan Teil 200a. Das ist wahrscheinlich auch du. Okay, jetzt werden noch zwei Erkundungsmarker. Weiter geht's. Ihr haltet an und es geht los. Ihr haltet an, um eure Stiefel fester zu schnüren und die Riemen eurer Rucksäcke zurechtzurücken. Nachdem ihr alle kurz durchgeatmet habt, geht die Reise weiter. Jeder Held legt eine Willensprobe ab. Die muss mindestens eins ergeben. Jeder Held, der besteht, erhält eine Inspiration. Okay, ich würde sagen, wir machen der Reihe nach. Ja. Es ist eine Willensprobe verlangt. Mara, kannst du ja mal aufdecken. Ja, also du hast bei Wille 3, das heißt, ich darf da 3 Karten aufdecken. Eine davon muss ein Erfolg sein, ne? Ja. So, da haben wir schon mal einen Erfolg. Hast du gut zurechtgelegt. Mhm. Ja. Eine Inspiration. Und noch ein Erfolg. Das gibt's ja gar nicht. Hast du nach vorne gelegt. Wenn sie das gemacht hätte. Mara hat 2 Sonnen oder 2 Erfolge. Du kannst die Karten jetzt auf deinen Ablagekartenstapel legen und kriegst eine Inspiration, weil du hast die Probe bestanden. Ich habe Wille 2. Oh, ja. Das ist ja auch völlig unrealistisch. Aragorn. Dessen Wille hat irgendwie das komplette Ding gerettet. Ja, das liegt an dem Kraut, das er macht. Guck mal. Guck mal, da ist das schon eine Sonne. Streicher. Und noch eine. Das heißt aber, jetzt habe ich schon mal einen Erfolg. Oh! Und noch ein Erfolg. Voll verschwendet. Ach so. Was aber voll verschwendet. Ich hab dich nur beleidigt, ey. Jetzt habe ich selber so ein. Okay, aber ist das nicht sogar doof, weil ich jetzt sozusagen eins davon ablegen muss? Genau, du musst beide jetzt quasi auf den Ablagestapel legen. Das heißt, du weißt jetzt schon, du hast weniger Erfolge in deinem Nazi-Deck. Ja. Du hast nur Wille 2? Ja. Mhm. Trottel. Okay. Das, ja, und die sind jetzt beide weg. Ja, genau. Die kommen auf deinen Ablagestapel. Das ist ja mega dumm. Du hast auch schon 2 verloren. Ja. Du kriegst aber eine Inspiration. Gib mir sofort meine Inspiration. Und Dennis ist dran. Gut, ich habe auch noch wieder 2. und wie der Zufall ist, ich würde jetzt prophezeien, dass mein erster ein Erfolg ist. Warum? Ha! Wer hätte es gedacht? Verdammt, und einen zweiten Erfolg. Aber ist Mist. Nicht. Beide weg. Aber ich kriege einen Inspirationsmarker und das ist gut. Ganz kurz, das scheint eine Frage zu sein. Nee, wir haben nur kosmetisch. Aber übrigens für die Zuschauer, es gibt ja nur 4 von diesen Dingern im ganzen Deck. Ja. Deswegen ist es schwierig, einen zu finden. Und wenn jetzt schon 2 wechseln, ist das eigentlich eher doof. Ja. Ja, deswegen versucht so viel Inspiration wie möglich zu sammeln, weil dann kannst du nämlich auch diese Ahornblätter umwandeln zu Erfolgen für jeden Marker. Aber wie viel darfst du maximal haben? Ist bei dir bei Inspiration? 4, okay. Ja, ich auch. Ich hab Wille 4, das heißt, ich darf 4 Karten aufdecken. Und hast keinen Erfolg. Ein Ahorn, Melat, eine Schwäche. Nichts. Nichts. Ein Erfolg. Und noch ein Erfolg. Das heißt, ich krieg auch eine Inspiration. Jeder hat jetzt schon 2 Erfolge verloren, ne? Ja. Das heißt, wir sind in Kämpfen jetzt schon. Nein. Okay, weiter geht's. Neue Aufgabe. Wir haben eine neue Aufgabe. Mhm. Und sie heißt: Stellt die Diebe. Aktionsphase. Das heißt, wir sind jetzt in der Aktionsphase. Jeder von uns darf Dinge tun. Und die Reihenfolge ist komplett beliebig, oder was? Die Reihenfolge ist komplett beliebig, genau. Völlig richtig. Und also wir haben ja hier direkt einen Suchmarker bei uns auf dem Feld. Mit dem sollten wir auf jeden Fall. Wir können uns den mal angucken einmal in der App. Einmal teasen. Wir können uns nämlich jederzeit so uns anteasen lassen, was sich dahinter verbirgt. Ein Gewitter tobt am Himmel. Okay. Hinter dem. Das wird bestimmt Einfluss auf unsere Mission haben. Hinter dem Personenmarker da vorne steht: Ihre Kleidung erinnert an die Tracht der Brelinde, doch ihre Dialekte sind bunt gemischt. Das ist nicht nur Gesindel aus der Gegend. Du hältst inne und überlegst, was die beste Vorgehensweise wäre. Und dann kann man sie freundlich als Freunde grüßen oder anschleichen, lauschen oder sie beleidigen.
Und dann du das Mara machen? Mit dem Beleidigen. Und dann gibt's noch den Bedrohungsmarker da vorne, der Geruch von verwesenem Fleisch liegt in der Luft. Da scheint irgendwas im Busch zu sein. Was würde Jesus machen? Was? Jesus würde das aus dem verwesenen Fleisch richtig Bein gutes machen. Fleisch machen. Soll ich einfach mal beginnen und soll ich mal einfach mal beginnen und mit dem Suchmarker interagieren? Zerstört welch? Mit dem Suchmarker hier. Tu es! Ein Gewitter tobt am Himmel. Also, Gimli. Gimli prescht nach vorne und guckt, was bei dem Gewitter los ist. Ein Gewitter tobt am Himmel. Suchen. Du findest eine verlassene Hütte, in der ein warmes Kaminfeuer prasselt. Solange der Sturm weiter tobt, setzt du dich ans Feuer und genießt die Stille und Einsamkeit. Okay. Wow. Typisch Zwerg. Du erhältst eine Inspiration und drehst alle deine Furchtkarten auf die verdeckte Seite. Lege dann diesen Suchmarker ab. Ich habe keine Furchtkarte, weil ich noch nicht irgendwie Schaden oder Furcht erlitten habe. Das trifft mich also nicht. Ich kriege aber eine Inspiration. Und dann wird der hier weggelegt und weiter geht's. Okay, bin ich dran? Ah, nee. Es passiert noch mehr. Oh, okay. Schwere Gewitterwolken verdunkeln den zornigen Himmel. Hier und da. All deine Gefährten sterben. Hier und da grollt ein Donnerschlag, gefolgt von Sturmböen, die euch entgegenwehen. Das Wetter wird eure Reise noch beschwerlicher machen. Aber heißt es nicht auch, dass Not den Charakter formt? Heißt es so? Ja, es heißt anscheinend so. Ich hab nie von gehört. Okay. Weiter geht's. Die App will nichts mehr von mir, das heißt, okay. Können wir endlich spielen. Ich kann noch eine Aktion ausführen, das heißt, ich kann ja reisen. Ja. Und das hier sagt uns ja, dass da Leute sind, ne? Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, soll ich da mal hingehen, dass wenn da gleich die Feinde auftauchen, ich in der nächsten Runde gleich angreifen kann? Mhm. Also kannst du dahin dich verstecken oder was? Nee, ich kann einfach nur hingehen, das heißt, ich bin da. Okay. Oder, ja. Okay. Du bist einfach da. Ich bin einfach da. Also, Story of my life. Eins, zwei. Ich bin einfach da. Ja. Gut. Nicht dran? Ja, du bist dran. Also ich kann oder jetzt wie auch immer jetzt was machen will, aber wir haben ja noch keine taktischen, so viele taktische Möglichkeiten. Also ich könnte mit meiner ersten Aktion da hingehen, das aufdecken und dann wieder zurückgehen. Oder ich mach das. Warum? Oder weil ich den Marker haben möchte. Aber es ist ja ein kooperatives Spiel. Ja. Wir sollten nicht jetzt direkt zu Beginn diesem Konkurrenzkampf uns ergeben, wer holt sich für sich persönlich am meisten von diesen Markern. Lass uns überlegen, was für die Gruppe das Beste ist. So, weil sonst geht natürlich der Nächste dann nach da hinten und dann haben wir in diesen Konfliktsituationen sind alle weg. Also wenn wir jetzt hier zwei Situationen haben, wo wir offensichtlich gleich kämpfen müssen oder irgendwas, ist es nicht besser, wenn wir erstmal das machen und die uns dann gleich aufteilen, für wen das am sinnvollsten ist. Bin da tendenziell auch deiner Meinung, ja. Immer diese ethischen. Aber ja, das Ding ist auch, Legolas ist ja der einzige Fernwaffenkämpfer von uns, ne? Also ich muss da trotzdem im gleichen Feld stehen oder kann ich vom Feld in sehen? Du kannst, Legolas darf als einziger von uns in der Gruppe auf einem benachbarten Feld stehen und angreifen. Ja, dann deck doch mal was auf. Ich komme bin benachbart zu beiden Feldern. Genau, aber du musst, mit dem Marker zu interagieren zu können, ja auf dem Feld sein. Nur ja, das heißt, jemand anders muss im Endeffekt für Sondergegner drin sein, muss jemand von euch da reingehen, um die aufzudecken, damit ich sie wegsnipern kann. Oder stehen bleiben und warten, was da drunter ist. Ja. Genau, das ist eine fantastische Idee, weil wenn hier jetzt gleich Leute auftauchen sollten, dann könnte er sie von da schon direkt in seinem Zug bekämpfen. Auch beim anderen, weil da hinten ist ja auch dieser Übergang. Ja. Also. Also ihr beide solltet euch jetzt darauf konzentrieren, hier aufzudecken, tatsächlich. Okay, ja, dann decke ich das da auf. Also du gehst eine Aktion, das hingehen. Naja, oder vielleicht doch erst das. Wollen wir das überhaupt aufdecken? Ja, lass aufdecken. Das ist Bedrohung. Was soll passieren? Was soll passieren? Wir sind zu viert. Schnitt. Also, ja, okay, erste Aktion, du gehst dahin. Und zweite Aktion ist mit dem Bedrohungsmarker interagieren. Der Geruch von verwesenem Fleisch liegt in der Luft. Ja, was soll passieren? Du musst würgen, als der faulige Geruch sich in deinen Rachen festsetzt. Lege eine Weisheitsprobe ab und sie muss mindestens zwei Erfolge aufweisen. Was? Warum hab ich denn das jetzt gemacht? Ihr habt mich da reingeritten. Ja, ich hätte es auch gemacht. Weisheit 3. Ich hab gesagt, du darfst da ruhig hinrauen. Leute, wir wollen das alles hier jetzt erkunden. Das ist halt eine Herausforderung.
Ja, okay, das halt schon mal nichts. Also, magst du einmal, Mara, einmal sagen, was du, du hast zwei Inspirationen gezogen, Inspirationsblätter und eine Niete. Genau. Das heißt. Die Inspiration kannst du kannst nur eine Inspiration. Ja, ich könnte nutzen, nur eine umwandeln. Hast, ne? Ja, aber das bringt dir nichts, weil du musst mit zwei bestehen. Ja, ja, was kriege ich dann jetzt? Dann gescheitert. Dann ist einfach die Probe gescheitert und du musst die Karte. Ich werde im nächsten Aber nur sie so hat keinen Nachteil dadurch. Das sehen wir jetzt noch. Mal gucken, was die App uns sagt. Gescheitert. Der Gestank haftet überall an deinen Haaren und deiner Kleidung. Er lässt dich nicht los. Du fühlst dich nicht imstande weiterzugehen und kehrst um. Was? Weil du stinkst. Weil du stinkst. Ja, das war ja vorher schon so. Ja. Aber wo muss jetzt? Nee, der bleibt weg. Nee, der bleibt da. Wahrscheinlich muss er einmal erfüllt werden, ne? Ja. Und ich kehre um? Ja, ja, das sagt die App so. Das hat jetzt keine. Also war eigentlich vollkommen egal jetzt. Aber sie bleibt da jetzt stehen. Mhm. Aber du hast jetzt noch eine Aktion. Also du hast ja noch. Du bist erst ein Feld gegangen. Das heißt, du könntest noch ein Feld weitergehen, wenn du willst. Ja, stelle ich mich da schon mal rein. Also weil ich gehe jetzt dann, guck mal, oder du bleibst da stehen, weil ich gehe jetzt dahin und öffne das. Und, also wenn es geht doch dahin, wo die anderen beiden schon stehen. Wenn da ein Kampf ist, dann können wir gleich zu vier drauf rumboxen. Ja, oder so. Dann mache ich das so. Dann gehe ich jetzt dahin. Aber dann, da ist jetzt quasi noch mal was oder wie? Da ist immer noch was. Also ich will das auf jeden Fall gleich nochmal erkunden, weil ich habe auch einen Wille. Ich habe nämlich, ich habe Weisheit 4 und ich habe eine Weisheitsprobe, wo ich direkt einen Stern bekomme. Muss ich einen Stern oder zwei Sterne haben? Zwei. Das hat. Hey, ja, okay, dann lass uns doch das machen, oder? Na, jetzt sind die ja alle da. Dann lass uns auf dem Rückweg das machen, oder? Ja, aber wir werden zu dritt den auch. Ja, okay, dann gehe ich dahin. Ja. Dann probiere ich das auch nochmal. Okay, du probierst. Habe ich ja Glück. Und ich darf vier Karten ziehen und davon muss ich nur einen. Zwei. Jetzt, hoffentlich sagt uns die App jetzt nicht, dass auf eine andere. Das Obwohl, warte mal, ich hab ja eigentlich schon gewonnen. Ich habe ja einen darf und einen durch die Karte. Also ich habe ja eigentlich schon Instinkt oder nicht. Du musst eine Inspirationskarte ziehen, damit du deinen Marker einsetzen kannst. Ja, aber ich muss hier. Warte mal. Drei Nieten ziehen. Lass uns einmal kurz gucken, was die App überhaupt von uns verlangt. Ach so, shit, meinst du, das könnte ein anderer Test sein? Ich hoffe nicht, aber das wäre ja albern. Das wäre albern, ich glaube auch nicht. Also nochmal, der Geruch von verwesendem Fleisch liegt in der Luft. Weisheit, ja. Ja, lege eine Weisheit, du musst mindestens zwei. Also, zwei Inspirationen. Ja. Eine Inspiration? Nee, du, achso, wie viele Karten darfst du aufdecken? Vier. Ah, okay. Nochmal Inspiration. Und nochmal zwei. Ja, okay, du hast keinen Erfolg aufgedeckt. Naja, aber ich habe ja hier die habe ich. Ja. Und dann habe ich halt eine Karte. Sobald du eine Weisheitsprobe ablegst, darfst du diese Fertigkeit ablegen, um einen Erfolg zu erhalten. Mhm. Okay. So, das heißt, jetzt kann ich mit den beiden, das habe ich ja gesagt, dass ich diese Probe ja instant sozusagen siegreich beende. Die muss ich ablegen, oder? Du musst alle auf deinen Ablagestapel, die du gerade. Hier, ne? Das auch, alle. Die auch. Unabhängig davon, was die. Muss ich mir gar nicht durchlesen, oder? Nö. Ist eigentlich egal, ne? Ja. Und der Inspirationsmarker geht einmal hier in den Vorrat über. Ja, habe ich schon. Hast du schon. Okay, und jetzt habe ich was Geiles gemacht. Die Probe ist bestanden. Du bedeckst Mund und Nase und machst dich auf die Suche nach der Quelle des Gestanks. Nach einer Weile findest du den Kadaver eines armen, pelzigen Geschöpfs, das bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurde. Da ein Raubtier seine Beute nicht einfach verrotten lassen würde, bleibst du wachsam, während du den Kadaver entsorgst. Die Bedrohung verringert sich um vier. Dann wirst du entschlossen und ihr legt diesen Bedrohungsmarker. Also, der Bedrohungsmarker wird abgelegt und Nils erhält eine geile Fähigkeit, nämlich er ist ab sofort Riecher. Entschlossen. Entschlossen heißt, sobald du eine Probe ablegst, darfst du diese Gunst, also eine Gunstkarte, darfst du diese Gunst ablegen, um beliebig viele Karten aus der Probe abzulegen und gleich viele zusätzliche Karten aufzudecken. Ach was? Ja. Das ist ja eine ziemlich mächtige Karte, oder? Warte mal. Mhm. Also du kannst deine Probe komplett nochmal neu auf den Kopf stellen. Ja, geil. Ja, nicht schlecht. Die liegt jetzt einfach da. Und das ist auch keine normale Fähigkeitenkarte, die wird auch nicht ins Deck gemischt oder so. Aber dann muss ich die abgeben, oder? Kann ich die, wenn du sie gespielt hast. Nee, wenn du sie gespielt hast, musst du sie abgeben. Okay. Wäre krass, wenn ich die mal behalten könnte. So. Dann bin ich dran, ja? Naja, dann muss ich da jetzt ja doch rein, um mit dem Ding zu interagieren, damit überhaupt jemand damit interagiert. Mhm. Wenn das jetzt Monster sind, die uns angreifen. Also ich bin ja noch quasi da oben. Du bist noch am anderen, genau. Aber ich kann trotzdem auch im gleichen Feld mit denen kämpfen, ja? Ja, klar. Gut. Also vielleicht sind es einfach nur nette Freunde. Ich habe gesehen, was der macht. Aus 10 cm Entfernung jagt er den durch die Nase. Ja, das stimmt. Aber manchmal hat man ja Spielmechaniken, die komisch sind. Ja, ich interagiere mit meiner zweiten Aktion mit eben jenem Marker. Ihre Kleidung erinnert an die Tracht, das habe ich ja gerade schon vorgelesen. Was machst du denn? Die sind mir so fischig, natürlich gehe ich hin und beleidige sie nicht.
das passt ja überhaupt nicht zu Legolas. deswegen verstecke ich mich. Du. Also ich schleiche mich an. Du. Und belausche sie. Handschleichen und lauschen. Niemand wird mich jemals. Du huschst hinter einen Baum und spitzt die Ohren. Lege eine Beweglichkeitsprobe ab. Okay, Beweglichkeit habe ich 4. Ja. Ein Erfolg. Wie viele braucht er? Egal. Eine Inspiration. Wie egal. Also der gleiche Wort. Nochmal 2 Inspirationen und nochmal eine Inspiration. Genau. Bei dieser Probe wurde keine bestimmte Anzahl an Erfolgen gefordert. Wir tragen quasi gleich die Anzahl seiner Erfolge ein und dann sagt uns die App, was das bedeutet. Weißt du was? Ich würde einfach einen Inspirationsmarker für eine Inspiration, den ich ja nutzen kann, ausgeben, um 2 Erfolge zu haben. Das klingt doch. Weil mehr ist immer besser. Ja. Ja. Du packst sie auf deinen Ablagestapel. Wir tragen 2 Erfolge ein. Die Räuber wirken angespannt. Du hörst, wie sie darüber sprechen, 3 weitere Ruinen in der Gegend zu plündern und dann in ihr Versteck zurückzukehren. Plötzlich kreischt eine Krähe und einer der Räuber schaut auf. Seid still! Wir haben Gäste! Schwerter werden gezogen und Schritte nähern sich. Du wirst versteckt. Lege dann diesen Personenmarker ab. Okay, auch Dennis bzw. Legolas kriegt eine Gunstkarte und zwar versteckt. Sie sagt, bevor du eine Probe ablegst, weil du angegriffen wirst, verhindere allen Schaden und lege diese Gunst ab. Sobald du angreifst, darfst du diesen Gunst ablegen, um einen Erfolg hinzuzufügen. Auch sehr geil. Aha. Yeah, yeah. Mhm. Okay, lege dann diesen Personenmarker ab. Der kommt weg. Und kommt er jetzt, also jetzt gibt's einen Kampf oder was? Eure Feinde zeigen keine Gnade und scheinen auch von euch keine zu erwarten. Mit bösartigen Blicken heben sie ihre Waffen, um ihr Diebesgut zu verteidigen. Platziert 2 Räuber. Gezeigt. Hier kommen noch. Da sind diese Final Fantasy, so ein Random-Kampf. Da sind die Schergen. Na toll. Na toll, jetzt haben wir da 2 Räuber stehen. Und weiter geht's. Neue Aufgabe. Okay. Besiegt die Räuber. Das ist jetzt für den Moment unsere Aufgabe. Und leider kann niemand von uns mehr irgendetwas machen. Leider kann niemand von uns irgendwas noch machen. Und deswegen gehen wir rüber in die Schattenphase. Aktionsphase beenden, genau. Und schlagen sie auf uns ein, oder was? Die Schattenphase beginnt, das sehen wir jetzt. Bewegung 2. Greife Legolas oder den nächsten Helden an. Also die Feinde. Danke, wir sind ein Team. Komm, Legolas, mach mal. Also, Legolas wird angegriffen. Und bam! Ein Räuber umrundet dich, um eine Schwachstelle in deiner Abwehr zu finden. An seinem Messer klebt noch das Blut seiner letzten Opfer. Beweglichkeit negiert. Du hast 3 Schaden. Du kannst mit Beweglichkeit. Er kann mich gar nicht sehen. Ich bin ja versteckt. Du bist versteckt. Du kannst diese Karte jetzt ablegen. Ja, ich brauche aber auch keine Karten ziehen, weil ich habe schon 4 Erfolge gezogen. Ja. Die in meinem Ablagestapel sind. Das heißt, ich kriege nur Grütze raus und ich kann nicht mal einen Inspirationsmarker einsetzen, weil ich ja keinen mehr habe. Mhm. Und deswegen ziehe ich meine Versteckt-Karte, um jeglichen Schaden zu negieren, der kommt. Das ist auch wichtig, weil ich kann maximal nur 4 Schaden kriegen und würde jetzt 3 bekommen, wäre also so gut wie tot. Mhm. Perfekt. Das heißt, was passiert, wenn jemand tot ist? Dann, wenn jemand tot ist, dann gibt es eine letzte Aktion, die bedeutet letztes Aufbäumen. Da kann dann quasi nochmal in einer Probe geguckt werden, ob er wirklich stirbt. Und wenn das passiert, dann haben alle noch eine Aktion und dann ist das Spiel vorbei. Und sterben tut man, also wann kommt das zum Tragen, wenn wir nämlich hier bei Furcht oder Schaden diese Anzahl an Karten erreicht haben in unserem Deck. Also wenn wir 6 Schaden haben oder 4 Furcht. Dann hat der Feind gewonnen. Wenn einer von uns tot ist, dann. Ja, dann haben alle anderen noch eine Aktion und dann ist das Spiel vorbei. Und wenn wir dann nicht das Ziel erreicht haben. Mhm. Okay. Ja, die Schatten verdunkeln sich, aber es gibt noch Hoffnung. Die Bedrohung erhöht sich um 10. Was? Oh. Man muss dazu noch sagen, wenn wir bei 64 Bedrohung sind, haben wir das Spiel auch verloren. Kann die Bedrohung auch wieder sinken? Also nein. Doch, ich habe doch gerade da stand doch Bedrohung. Ah, doch, stimmt. Ja, ja, es kann auch wieder sinken. Ja, es kann auch wieder sinken. Okay. Ja. Indem wir uns zum Beispiel irgendwelche komischen Tiere angucken. Und dann beginnt jetzt die Erholungsphase. Jeder Held setzt seinen Stapel zurück und macht Kundschaften 2. Aber die bleiben hier liegen, ne? Wie wollen wir das mit den Zügen machen? Wollen wir das jetzt jedes Mal einzeln festlegen? Oder sollen wir jetzt zum Beispiel sagen, dass das Erstzugsrecht einfach immer ein weiter wandert und dann immer Kreis. Also jetzt würde jetzt der Mara anfangen und dann immer so weiter? Oder wollen wir das jedes Mal?
Ich würde situativ immer machen, oder? Ja. Tatsächlich. Also es macht ja manchmal taktisch mehr Sinn, erst den einen ziehen zu lassen als den anderen. So, ich führe Kundschaften 2 aus. Aus. Ich nehme die rastlose Axt. Die hat nämlich Schlag 2. Ablegen, sobald du angreifst, um 2 Treffer hinzuzufügen. Das könnte gegen unsere Gegner gleich geil sein. So, und lege die wieder drunter. Okay, ich habe jetzt so eine Schwächekarte, die kann ich jetzt aber dadurch, dass ich jetzt ja eine wegpacken kann, kann ich die nach unten packen, oder? Ja, du kannst übrigens die Schwächekarte auch in deine Auslage legen. Dann hast du die auf jeden Fall nicht mehr in deinem Fähigkeiten-Deck. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du Erfolg ziehst. Na gut, aber wenn ich sie jetzt nach unten lege, also dann werde ich sie ja nicht mehr benutzen. Darf ich einmal fragen, was ist ein verdeckter Schaden? Weil ich habe gerade wahrscheinlich völlig umsonst meine Fähigkeit verschwendet. Nein, hast du nicht. Hast du wirklich nicht. Also ein verdeckter Schaden ist, also wenn wir Schaden bekommen, dann ziehen wir ja Schadenskarten. Mhm. Diese Schadenskarten handeln wir ab. Und in ganz vielen Fällen sagt die Schadenskarte, dreh diese Karte um. Und dann liegt sie als Schaden da. Und das ist ein versteckter Verdeckter. Okay, weil ich bin ja unsterblich, habe ich ja schon gesagt. Ja. Und automatisch am Ende jeder Runde kann ich 2 verdeckte Schaden ablegen. Deswegen habe ich jetzt gerade wahrscheinlich mein Versteck komplett umsonst ausgehauen. Ja, vielleicht. Aber lass uns nicht grämen. Was? Nein. Mara, was machst du denn? So, was habe ich denn hier? Einmal untertauchen. Bringt nichts. Auftauchen. Und Untertauchen. Mit 2 Inspiration. Während deines Zuges darfst du diese Fertigkeit ablegen, um eine Furcht abzulegen. Ja. Also ich kann noch beides weglegen, ne? Ja. Ja, dann leg ich beides. Genau, legst unter den Stapel. Und Dennis, was machst du? Ja, ich habe einmal leichtfüßig und scharfäugig. Leichtfüßig lese ich gar nicht erst durch. Das ist nämlich ein Erfolg. Mhm. Den lege ich wieder in mein Deck zurück, weil Erfolge sind wichtig. Und ich nehme, weil das ist ziemlich gut scharfäugig, das ist genauso wie Unsterblichkeit, eine angeborene Fähigkeit. Das heißt, wenn ich die nicht ablege, habe ich dauerhaft, kann ich Feinde auch an ein zusätzlichen Feld weiter angreifen mit meinen Fähigkeiten. Das heißt, aus 2 Feldern im Feld. Okay, das ist mega cool. Geil. Geil. Oh, ich lese hier gerade übrigens, ich hätte dich auch gerade, ich habe nämlich die Karte Bewachen 3 ablegen, um bei einem Helden auf deinem Feld 3 Schaden zu verhindern. Na toll, aber wir spielen jetzt zusammen. Na gut, ist halt so. Es ist halt so. Nee, das muss ja erst mal. Manchmal vergisst man halt. Voll gemerkt. Manchmal vergisst man halt zeitweise seine Fähigkeiten auch. Ach, alles gut. Okay, die Aktionsphase beginnt und jetzt würde ich sagen, wird schön angegriffen, oder? Der Box ja, klar. Ich würde sagen. Der Anführer soll anfangen, der Hauptmann. Der Hauptmann fängt an. Ja, mehr kann ich gerne machen. Dann komme ich immer zu euch und dann. Ja, aber warte, stopp. Lass uns. Nee, stimmt, du bist ja ein Feld woanders, ne? Ja, du bist ein Feld woanders. Der Hauptmann ist ja woanders. Ja. Und ich würde sagen, wir lassen uns das noch nicht machen. Falls ihr gewinnt, könnte ich schon mal schneller. Ja. Genau. Das heißt, am besten boxt ihr und dann ich und dann der Hauptmann. Ich fange einfach mal an, okay? Ich hab Bock. Ja, okay. Ich führe die Aktion. Box. Ich führe die Aktion angreifen aus und ich wähle hier in der App die Räuber aus und ich habe eine Streitaxt. Die Streitaxt bediene ich mit der Körperkraft, mit einer Körperkraftprobe und deswegen muss ich 4 Karten ziehen. Und das erste ist eine Inspiration. Erfolg. Nice. Inspiration. Ich habe 1 Erfolg und 3 Inspirationen. Das heißt, ich kann eine Inspiration auslegen und dann habe ich 6 Treffer. Und ich kann dann zusätzlich hinzu noch Wie viele Treffer hält einer aus? 5. Und ich kann tatsächlich dann noch die rastlose Axt auch gleichzeitig spielen. Schlag 2 ablegen, sobald du angreifst, um 2 Treffer hinzuzufügen. Aber das wenn du 5 Treffer brauchst, dann überpace man nicht. Dann verbrauchst du ja unnötig. Aber du hast das sowieso, du könntest 1 Inspiration ausgeben, dann hast du 2 Erfolge, machst automatisch 6 Treffer. Ja. Dann boxt du ja einen schon mal. Dann wäre einer schon mal fort. Aber ich könnte ja. Dann machen wir das erstmal, oder? Ja. Mhm. Okay. Ich lege 1 Inspiration ab. Die kommen auf meinen Ablagestapel.
Nee, hier. Auch einfach irgendwo. Ja, oder hier hin. Und dann. Zack. Eins, sechs Treffer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Ach, das geht auf die nächsten über. Aha. Ah, okay. Ah, sehr schön. Ja, warte, bevor du wolltest du sie jetzt auf einmal komplett, kannst du noch vier Treffer machen? Ich könnte noch zwei hinzupacken. Oh, nee, das wäre vielleicht verschwendet, ne? Nee. Weil ihr werdet den jetzt besiegen. Ja, ich kann es auch noch schnell machen. Oder? Ja. Genau, anwenden. Sechs Treffer bestätigen. Yes. Bam. Bitch. Entfernt einen Räuber. Und wieder zurück in unsere Auslage. Und der Feind kann natürlich mich jetzt zurück angreifen, weil er ist noch aktiv und ich stehe mit ihm zusammen auf einem Feld. Der Angreifer sticht mit einem hässlichen Schwert nach dir. Ein Glück ist es ein hässliches Schwert. Körperkraft negiert. So, habe ich irgendwas Körperkraft? Ja, was heißt dann Körperkraft negiert? Also das heißt, wenn ich hier Erfolge jetzt aufdecke, dann wird ein pro Erfolg ein Schaden abgewendet. Mhm. Also, nochmal eine Frage. Ja. Wir haben ja alle Klamotten. Und bei mir steht zum Beispiel, bevor du verdeckten Schaden erleidest, darfst du eins jenes Schadens verhindern. Das heißt jetzt, Dennis hat zum Beispiel eben drei Schaden genommen. Hätte er eigentlich, wenn du auch so eine Klamotte hast, nur zwei Schaden? Darf ich nicht, weil ich muss Inspiration dafür ausgeben. Ich habe ja den Umhang und um den Schaden zu verhindern, muss ich eine Inspiration ausgeben. Okay, aber bei mir steht das nicht. Ja gut, aber du hast wahrscheinlich auch keinen, nicht nur einen Umhang, sondern eine Rüstung. Ne? Reisekleidung, aber du hast auch diese Rüstung. Das heißt aber, bei Fabian könnte das jetzt interessant sein. Was hast du? Ich habe tatsächlich Kettenhemd. Ich glaube, das kam jetzt noch nicht zum Einsatz. Hier steht nämlich, wenn doch, schreibt es doch in die Kommentare. Mein Kettenhemd verringert nämlich meine Beweglichkeit um eins. Also bei Beweglichkeit darf ich immer nur eine Karte ziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon ziehen musste. Falls du zum Negieren eine Weisheitswillen oder Scharfsinnsprobe ablegen würdest, darfst du stattdessen eine Körperkraftprobe machen. Das heißt, ich darf. Also, der ist auch kein Schadenverhinderer, deine Klamotte. Nein. Oh, ist interessant. Ja. Er wird immer nur weiser dadurch. Warum heißt es verdeckten Schaden? Darauf kommen wir gleich nochmal, wenn einer mal wirklich Schaden erleidet. Mhm. Ich darf jetzt negieren mit Körperkraft und zähle eins, zwei, Niete. Drei Erfolg. Vier Niete. Kriegst du eins Schaden. Ja, oder ich gebe eine Inspiration aus, ne? Ja, aber du hast sechs Leben. Ich kann sechs Schaden ertragen. Komm. Aber geht es nicht, wenn da keine Inspirationskarte dabei ist? Stimmt. Ach, ich kann. Ja, ich kann gar nicht. Kann ich gerade. Den Schaden musst du nehmen. Den Schaden muss ich nehmen. Aber würdest du dich regenerieren in der Erholungsphase? Es gibt mit Sicherheit was, womit man sich regenerieren kann, gehe ich mal ganz stark von. Ja, sonst macht's ja, also wenn man das dauerhaft mit sich schleppt, muss man ja auf jeden Fall den Schutz machen. Nee, es gibt Fähigkeiten, die dich dazu befähigen, Schaden oder Furcht abzulegen. Mhm. Das heißt. Ein Schaden? Ein Schaden. So, ich ziehe die oberste Karte vom Schadenstapel und sie sagt aus: drehe einen Schaden auf die offene Seite, drehe diese Karte dann auf die verdeckte Seite. Okay, wow. Du hast aber keinen anderen Schaden, das heißt, geht nur die auf die verdeckte. Bitte? Wahrscheinlich geht nur die auf die verdeckte, weil du ja noch keinen anderen Schaden hast. Ja, das ist interessant. Warte, drehe einen Schaden auf die offene Seite. Das heißt, wir sehen die alle, oder was? Nee, ich glaube, dass von denen, die du schon hast. Von denen, die du schon hättest. Ah, okay. Ja, dann wird die einfach nur umgedreht. So würde ich das interpretieren. Ja, ja, okay. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das haben wir gemacht. Bestätigen. Und dann ist der Nächste an der Reihe. Soll ich mal angreifen? Ja, gerne. Okay, also ich muss, um anzugreifen, mit meinem Stab auf Beweglichkeit eine Probe machen. Da habe ich drei, deswegen darf ich drei Karten ziehen. Erstmal Niete, eine Inspiration und noch eine Niete. Aber ich könnte jetzt quasi eine Inspiration ausgeben und würde dann zwei Treffer machen. Wie viel hat der noch? Der hat noch vier. Und das heißt, er ist auch gerade verdunkelt. Das heißt, er wird nicht zurück angreifen. Ja, dann. Er ist verdunkelt. Er ist nicht aktiv. Also, weil wir ihm gerade geschadet haben. Das heißt, er darf nur einmal zurückschlagen pro Runde, oder wie? Ich glaube schon, ja. Okay. Okay, ja, dann mach ich das doch, oder? Du gibst. Ich gebe einmal Inspiration aus und mache dann zwei Treffer. Okay. Eins, zwei. Anwenden. Das ist nur eine zweite Aktion. Könntest du ihn nochmal hauen? Ja.
Jetzt gucken wir mal, ob er zurückgreift, angreift. Nein, macht er nicht, weil er ist geschwächt. Und willst du ihn nochmal angreifen? Ja. Why not? Dann darf ich wieder drei ziehen. Wie wieder, du machst wieder welche Probe? Aha, Beweglichkeit. Also drei Stück. Ja, einmal Erfolg, zweimal Inspiration und nochmal Erfolg. Das heißt, zwei Erfolge. Kannst du noch betäuben? Da kann ich, ja, entweder kann ich drei Treffer und betäuben machen oder vier Treffer, dann wäre er tot. Aber deswegen mache ich die vier Treffer. Ja. Overkill. Overkill. Richtig so mit dem Stock. Okay. Entfernt ein Räuber, du und oder ein naher Held erhält eine Inspiration. Den gibt sie sich schön selber. Ja, sicher. Okay. Wir spielen ja alle zusammen. Ja. Eine plötzliche Bewegung lässt euch aufschauen. Zu eurer Verblüffung springt ein Bilvis aus seiner Deckung, spurtet davon und verschwindet in einer Brombeerhecke. Eilig setzt ihr ihm nach und stoßt jenseits der Hecke auf ein breites Tal übersät mit Ruinen, aber ohne eine oder ein Anzeichen der Kreatur. Euer Wissen steigt um eins. Okay, ein neues Spielplanteil. Genau, und Bilvis, wie hoch ist unser Wissen? Wie gesagt, kleiner Ork. Goblin. Wie hoch ist unser Wissen? Warte. Also, wir sind jetzt bei 1. Ja, bei 1. Was macht ein solches Geschöpf hier in einem Land fernab jeder Orkfeste? Seine Rüstung glich jedenen der Orks vom Gramberg weit oben im Norden. Es muss ein wahrhaft finsteres Bündnis sein, das seinesgleichen so tief in den Süden lockt. Ihr müsst eine Fährte finden, die zum Lager der Feinde führt. Durchkämmt die Gegend nach Hinweisen und Spuren. Benötigte Spuren 3. Also wir haben eine neue Aufgabe. Mhm. Spurensuche. Neue Aufgabe. Findet Hinweise auf das verborgene Lager. Benötigte Spuren 3. Mhm. So, wir haben aber noch zwei Leute in der Runde, die noch nichts gemacht haben. Oder eine. Also ich habe noch nichts gemacht. Du hast auch noch nichts gemacht. Nee. Das heißt, ich würde sagen, wir reisen mal ganz schnell weg von da, oder? Ja. Na gut, wie viele Züge kann ich machen? Du kannst jetzt vier Felder gehen. 1, 2. Achso, kann ich bis hier gehen und dann das da noch machen? Oder muss ich dann bis hier gehen? Das ist Kosten. Der ist in der Mitte? Ja. Das heißt, ich kann ruhig auf den gehen, der weiter weg ist und jetzt den da machen, ja? Genau, wir tippen den einmal an. Aber den bekommt er dann auch sofort, ne? Mhm. Ja. Steine sowohl behauen als auch. Also da kriege ich immer eine Inspiration. Ja. Lege den Erkundungsmarker ab und du hältst eine Inspiration. Okay, also das ist safe. Also wenn man da hingeht, das kann jetzt keine Schurkigkeit sein. Eigentlich nicht. Hier kommt ein Suchmarker hin. Mhm. Die Reise geht weiter. Okay. Du bist du schon 4 gegangen? Einen hat er noch. 1, 2, 3. 1, 2. Ne, warte mal, da stand er. 1, 2, 3. Okay, das heißt. Entweder ich gehe jetzt nach links zu dem Suchding, aber den würde ich einen von euch lassen. Da, also diese anderen Inspirationsdinger, dann kann Dennis sich das gleich holen oder was? Ich weiß nicht. Ich würde den, ich komme 5 weit diese Runde. Und dann kann ich den jetzt irgendwie, weil ich den 1, 2, 3, 4, 5, kann ich den nehmen. Okay, perfekt. Dann, ja, entweder ich gehe nach da oben und mach das Ding oder ich gehe nach da links und mach dieses Augengelöt. Das kannst du nicht mehr machen, du bist ja schon in der zweiten Aktion. Das Augengelöt, das zu nutzen, ist eine weitere Aktion, die du machen musst. Und dann, du hast ja beide Aktionen ja nur gehen. Oder laufen. Okay, das heißt, ich kann nur nach oben gehen sozusagen. Du kannst auch hier hingehen und dir den noch schnappen. Ja, soll ich das machen oder soll ich euch den lassen? Ich weiß, ich kann's. Wir haben alle einen, ne? Also dann ist es eigentlich auch scheißegal, dann kann ich den auch holen. Ja. So, du gehst noch dahin. Okay. Du erkundest den. Eine elegante Steinstatue steht über einer morastigen Senke. Socke gelesen, ne? Voller Zähmenschlamm. Legt den Erkundungsmarker ab, du hältst eine Inspiration. Zähmenschlamm? Was? Weiß auch nicht. Zähmenschlamm. Und jetzt sollen wir hier noch einen Bedrohungsmarker. Zäh war das Wort. So, jetzt bist du noch dran. Ja, nun gut. Ich gebe erstmal meinen Wegbereiter aus. Damit kriege ich Sprinten, kann mich ja so ein Feld weiter bewegen. Mhm. So, bevor ich aber Sprinten abhandle, bekomme ich eine Inspiration. Weil es hier drauf steht. Ablegt. Das ist ja mega geil. Ja, abgefahren, ja auch, oder? Also das heißt, ich setze dich mal wahrscheinlich dann jetzt dann. Und dann du gehst hier lang. 1, 2, 3, 1, 4. Genau. 5, so? Genau. Oder? Ja, genau. Da, okay. So, dann bin ich da und dann mache ich den. Das ist ja mega.
Ey, du zielst aber auf mich, das finde ich nicht gut. Warte. Und der wird natürlich. Jetzt ziele ich ins Nichts. Danke. Jetzt, der wird natürlich erkundet. So, dahin. Bestätigen. Eine uralte Eiche thront über dem Hügelland und unter einem Felsüberhang liegt eine Bärenhöhle verborgen. Leg den Erkundungsmarker ab, du hältst eine Inspiration. Und jetzt kommt hier noch ein Buchmarker. Wirklich daneben, nicht in mein Feld? Nein, und noch einer in dein Feld. Ah, wahrscheinlich die Bärenhöhle, wenn ich da jetzt reingekommen bin, auf der anderen Seite wieder raus. Und die Reise geht weiter und ich würde sagen, wir haben unseren ersten Kampf erfolgreich bestritten. Wir gehen jetzt mal, damit haben wir schon ein kleines Ziel erreicht, unserer kleinen Reise. Und wir machen nächste Woche an gleicher Stelle weiter und dann werden wir die Fährten finden. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Die Spannung. Müssen wir eine heldenhafte Pose zum Abschluss machen? Bis nächste Woche. Liked und kommentiert dieses Video, wie es euch gefallen hat. Die Reise geht nächste Woche und übernächste Woche noch weiter. Bis bald.